Die Pläne für eine geräteunabhängige Haushaltsabgabe anstatt der GIS-Gebühr für den ORF stoßen laut einer von der Krone in Auftrag gegebenen Umfrage auf wenig Gegenliebe in der Bevölkerung. So lehnen eine Haushaltsabgabe 54% der Bevölkerung ab, wie eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse ergibt. Die Mehrheit der Österreicher, die lehnen eine geräteunabhängige Haushaltsabgabe ganz klar ab. 54% sind dagegen, nur 36% sind dafür. Wenn wir uns die Parteiblocks anschauen, dann sind ÖVP und Grünwähler klar für diese Haushaltsabgabe, der Rest lehnt diese ab. Aber diese Parteien stellen auch die Bundesregierung und wollen auch nun dieses Gesetz beschließen lassen. Die Gründe sind sicher mannigfaltig, aber prinzipiell einmal mit dem Programm des ORF sind viele Menschen nicht einverstanden. Nämlich der Programm des ORFs, das vom Königlberg kommt, nämlich aus Wien, wenn es um Bundesausstrahlungen geht im TV, wenn es um Online-Berichterstattungen geht oder auch um bundesweite Radiosendungen. Ganz anders sieht es aber aus, wenn wir regional reinschauen, nämlich in die Arbeit der jeweiligen Landesstudios und in die Arbeit der jeweiligen Landesradios vor Ort. 59% der Österreicher beurteilen die Arbeit der Landesstudios mit sehr gut bis eher gut. Im Gegensatz, nur 40% sehen das auf Bundesebene so, wenn es um den ORF und ORF Königlberg geht. Und noch spannend ist, dass man die Arbeit der jeweiligen Landesstudios und auch, da können natürlich auch die Radios, Radio Kärnten, Salzburg, Vorarlberg und so weiter natürlich auch dazu, dass man diese Arbeit mit Heimat verbindet und auch mit regionaler Berichterstattung, was sie auch ist. Das wird von den Menschen schon auch geschätzt. Im Gegensatz zur Arbeit vom Königlberg, da ist es egal, ob das jetzt im TV ist, bei den Radiosendern oder auch im Online-Bereich. Das wird verbunden mit politischer Einflussnahme und ganz klarer Freundalwirtschaft. Da gibt es in Wirklichkeit eine Pattsituation. 45% sind der Meinung, dass hier gespart werden muss. Zum Beispiel bei einem Sender 46% sagen, nein, es soll hier nicht gespart werden. Wenn man eine Zusatzfrage stellt, welcher TV-Sender sollte denn eingespart werden, ja, dann antworten die meisten, dass ORF Sport Plus eingestellt werden soll. Das ist auch jetzt derzeit mitten in den Verhandlungen auch öfters auch schon diskutiert worden, dann gefolgt von ORF 3. Man vergisst aber sicher auch hier eines, wenn man ORF Sport Plus einstellen würde, ja, dann wären in Wirklichkeit auch die meisten Randsportarten, egal vom Beachvolleyball bis zu Völkerball und andere, definitiv kaputt, weil sie kaum mehr Werbeeinnahmen hätten, kein Sponsoring, ja, und quasi ihren Betrieb einstellen müssten. Also auch hier denkt man in Wirklichkeit auch ein wenig zu kurz.